Jo moin, ich mache jetzt noch ein letztes Mal ein Video zu meiner endgültigen Ausrüstung, beziehungsweise nicht endgültig, aber die sich bewährt hat und die ich eigentlich immer so genommen habe, wie ich sie jetzt habe. Ich bin jetzt jemand, der groß schwadroniert über Ausrüstung, habe ich zwar schon oft gemacht, aber ich habe das Thema eigentlich für mich schon abgeschlossen. Heute soll es eigentlich darum gehen, was hat sich wirklich bewährt, was nehme ich immer mit. Ein paar Detailsachen und vor allem meine eigene Erfahrung, weil das ist eigentlich das Entscheidende, was ich hier eigentlich teilen will. Es geht mir weniger um Ausrüstung und wie toll das alles ist und wie man es richtig macht. Es geht um meine eigene Erfahrung und die teile ich eigentlich nur. Alles andere ist eigentlich unwichtig. Es geht gar nicht darum, irgendwie ultraleicht zu werden oder möglichst irgendwie nur mit 5 Kilo rumzulaufen. Das ist gar nicht meine Intention gewesen. Das war vielleicht so ein bisschen falsch in den letzten Videos, die ich gemacht habe zu diesem Thema in Beziehung auf ultraleicht und ja, viele würden dann sagen, naja, das ist ja gar nicht ultraleicht, das ist ja alles total schwer und ist ja alles Quatsch und ja, das ist vielleicht ein bisschen reißerisch gewesen mit dem ultraleicht, aber es ist dennoch richtig, weil ich habe einfach viele Sachen, die einfach sehr ultraleicht sind. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie nur mit 5 Kilo rumlaufe und das war auch nie meine Intention. Ich mache das Video jetzt mal von hinten nach vorne. Das heißt, ich habe ihn jetzt schon gepackt und stelle die Sachen gleich mal vor, wie ich sie zusammengestellt habe. Und werde dazu einige Details noch erzählen, warum, wieso, weshalb. Das ist jetzt mein Setup. Was ich so insgesamt mitnehme, aber es hängt natürlich immer sehr stark ab, was man überhaupt macht. Klar, rennt man nur für 3 Tage raus, nimmt man Hütten unterwegs, hat man Infrastruktur oder nicht, will man 2 Wochen, 5 Monate unterwegs sein im Busch, man kann es pauschal einfach nicht so abtun. Deswegen fange ich einfach mal an. Trekkingstöcker habe ich früher oft belächelt. Sind aber wirklich notwendig, finde ich. Ich würde nicht mehr ohne aus dem Haus gehen. Im Flachen benutze ich sie nicht. Da finde ich, kann man es auch machen, aber finde ich nicht so wild. Aber im Gebirge ohne Trekkingstöcke läuft bei mir ohne mich nichts mehr. Vor allem nicht mit Gepäck, logischerweise. Wenn ich nur einen Tagesrucksack habe, ja klar, dann ist auch egal. Mein Ultraleicht-Rucksack, das ist der Crown 60. Ich weiß gar nicht, ach so, von Granite Gear. Bin ich sehr mit zufrieden. Wiegt wirklich so gut wie nichts. Also unter 1 Kilo, glaube ich. Hat viel durchgemacht. Ist auch nicht geeignet eigentlich für extrem hohe Gewichte. Schließlich ist es ja ein Ultraleichtrucksack. Aber er hat wirklich viele Bänder. Wirklich sehr funktional. Die hier, die kann man sehr weit im Spreiten. Da passt extrem viel rein. Klar, das Tragesystem ist irgendwie auch auf ultraleicht getrimmt. Das heißt, ich habe hier irgendwie nicht große Flügel. Das heißt, es scheuert hier schon ziemlich, wenn es schwer ist. Man hat schon ziemliche Scheuerstellen an den Hüften. Es ist kein professionelles Tragesystem für sonst was, muss man einfach sagen. Aber ich bin damit zufrieden. Also ich finde, er trägt sich wirklich trotzdem sehr, sehr gut. Es ist alles, ja, sehr dünnhäutig, aber ich habe keine Probleme, außer wenn es wirklich schwer ist und wenn ich wirklich 1000 Höhenmeter mache an einem Tag, dann ist das schon hier, dann scheuert das schon ganz schön, das ist schon ganz schön eklig. Aber ansonsten muss man halt mit leben, ansonsten muss man sich halt einen schweren Rucksack kaufen. Was gibt es noch zu sagen? Ach so, das hier gehört natürlich nicht dazu, das Deckelfach hier, das habe ich extra gekauft. Ohne Deckelfach geht gar nicht. Ich finde, das Deckelfach braucht man. Gehört eigentlich nicht zu diesem Rucksack, aber das Must have, weil das Geile ist einfach, ich kann das abmachen und kann, wenn ich jetzt doch irgendwo Infrastruktur habe oder ich will mal in die Stadt gehen, was weiß ich, was man so macht, dann packe ich hier die kleinen Sachen rein, eine Getränkeflasche, weiß nicht, Telefon, Navi und fertig. Und dann kann ich das wie als eine Tasche nehmen, die ich mir auf dem Rücken oder an die Seite schnalle. Finde ich wunderbar schön. Also ohne Deckelfach, ja, hat man eigentlich kein Fach für kleinere Sachen an diesem Rucksack. So, das wäre eigentlich alles. Was mich eigentlich an diesem Rucksack stört, ist, mir fehlt hier unten irgendwie noch ein. Klar, es liegt an der Machart, aber mir fehlt einfach an sich
ein Fach, wo ich unten rankomme. Das ist hier leider nicht gegeben. Würde ich beim nächsten Rucksack, den ich mir besorgen würde, auf jeden Fall mit besorgen, weil man muss einfach diesen Rucksack, wenn er gefüllt ist, und den kann man ziemlich groß füllen, das sind glaube ich 60 bis 80 Liter passen da glaube ich schon rein, dann muss man einfach alles komplett rausholen. Wenn man unten irgendwie ein Zelt hat, was ich ja meistens unten drin habe, muss ich alles rausklabüstern. Immer alles. Ich muss immer, wenn ich abends im Lager bin, irgendwo immer alles komplett rausholen, bevor ich unten ankomme. Das ist ein bisschen nervig, finde ich. Aber das ist die einzige negative Seite an diesem Rucksack. Dann habe ich hier so ein kleines, ja, so eine Abdeckung für, wenn es regnet, damit er nicht komplett durchweicht. Der ist einigermaßen dicht, aber nicht wirklich wasserdicht. Von daher mache ich immer noch was dann drum, wenn es regnet. Ja. Kommen wir mal hierzu. Ich habe jetzt verschiedene Sachen. Die packe ich jetzt nicht alle in diesen Rucksack rein. Nur mal so. Das hier ist meine Blase, die ich komprimieren kann für meinen Schlafsack. Entweder Winterschlafsack oder Sommerschlafsack. Passt beides rein. Beim Winterschlafsack ist es dann ungefähr hier. Beim Sommerschlafsack sogar hier. Extrem klein. Ich kann das extrem klein komprimieren, weil ich die komplette Luft rausziehen kann. Dafür habe ich hier dieses Ventil. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Die sind wirklich schwer zu bekommen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch hergestellt werden. Leider sehr schade. Das ist irgendwie war wirklich schwer, diesen Sack aufzutreiben. Es gibt nämlich kaum Säcke in dieser Machart, wo man wirklich so weit komprimieren kann, ohne hier oben irgendwie Luft rauszuziehen, dass die komplett vakuumisiert sind. Kommen wir mal zu den Zelten, Unterkünften. Das ist das Einmann Six Moon Design Zelt. Wird mit Trekkingstöcken arretiert. Hat sich bisher nicht die Gelegenheit gegeben, oft zu benutzen, weil ich bin nicht so der Zelttyp. Weil mit Zelten braucht man immer eine gerade Fläche. Gerade Flächen sind gerade im Gebirge immer ein bisschen schwierig. Und da ich meistens im Gebirge bin, ja, bietet sich es einfach nicht an. Ist sehr leicht. Man braucht leider diese Unterlage hier, die ich mir irgendwie aus diesem Material, diesem weißen Material, wo ich den Namen jetzt nicht weiß. Muss schon drunter, weil das ist wirklich sehr dünnwandig ist. Wenn da irgendwie was Spitzes ist, dann ist das Zelt kaputt, weil der Boden sehr dünn ist. Das ist leider bei ja, Ultraleichtzelten der Fall. Deswegen finde ich es auch nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Wenn ich immer noch was extra mitnehmen muss, damit das nicht kaputt geht, dann macht es irgendwie keinen Sinn. Die meisten Ultraleichtzelte sind dafür konzipiert, sie auf Rasen, auf einer geraden Fläche aufzustellen. Nur was macht das für einen Sinn, wenn ich ein Ultraleichtzelt habe? Das benutze ich ja nicht, um irgendwie auf den Campingplatz zu gehen. Weil, ja, auf einer Wanderung, auf einer autarken Wanderung vor allem, da habe ich keinen Rasen und da habe ich keine gerade Fläche. Oder eins von beiden. Und dann frage ich mich, warum Ultraleichtzelt? Also, das ist ein bisschen, ja. Dasselbe gilt für das Zweimannzelt. Ganz nette Erfahrung mitgemacht, aber es ist einwandig. Das heißt, man muss aufpassen, dass es gut belüftet ist, weil sonst ja, tropft es von der Decke. Da hat man Tropfsteinhöhle und alles ist nass. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Ich bin irgendwie nicht so überzeugt von diesen Zelten, ehrlich gesagt. An sich. Die Zelte an sich sind sehr gut, sind sehr leicht. Ich bin mit zufrieden, aber ja, vielleicht nicht gerade geeignet fürs Gebirge, nicht gerade geeignet für wirklich härtere Touren, unwegsames Gelände, würde ich nicht machen. Machen wir jetzt mal hier weiter. Das ist meine Unterlage generell, vor allem fürs Tarp. Braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber da ich diese Isomatte habe, die zum Aufblasen ist und ich schon eine versenkt habe, weil ich sie nicht auf spitzen Untergrund legen will, auch wieder, ne? Klar, die sind super, die isolieren top, aber wenn sie zum Aufblasen sind, muss man sie im Prinzip wieder schützen mit einem guten Untergrund. Und das ist in der Natur ein bisschen schwierig zu finden. Wenn man nur Rasen hat, ja, dann ist das alles schön, aber man hat nie Rasen. Von daher brauche ich diese Unterlage hier, die ist ziemlich groß, wiegt aber so gut wie nichts, das sind vielleicht 100 Gramm, würde ich sagen. Und die lege ich dann unter das Tarp,
was hier ist. Ein Riesentarp, da passen locker zwei, drei Mann drunter. Kann man verschieden aufrichten und hat verschiedene Ecken und Kanten, kann man zusammenklappen und zusammenknöpfen. Ist ein tolles Tarp, wirklich gut, sehr, sehr leicht. Gefällt mir. Ich habe ja auch noch die Heringe unten gleich mit drinne. Das sind diese, die ich immer habe. Die MSR, glaube ich, sind das. Die sind super leicht, gefallen mir, halten gut. Muss kein Titan sein, finde ich ein bisschen albern. Finde ich gut. Moskitonetz nehme ich selten mit, weil, ja, wenn ich ein Zelt habe, brauche ich es nicht. Wenn ich meine Hängematte mit habe, brauche ich es nicht. Höchstens, wenn ich einen Tarp mit habe und dann wirklich irgendwo bin, wo die Insekten nur so abgehen. Dann würde es vielleicht noch Sinn machen, irgendwie das da drunter unter dem Tarp zu arretieren, dass es wie ein Zelt wäre. Oder wenn man wirklich irgendwo unterwegs ist, in irgendwelchen subtropischen Hütten, obwohl die haben meistens auch welche, braucht man selten. Aber finde ich an sich nicht schlecht, so ein Moskitonetz. Wenn man weiß, dass man es brauchen wird, ist das hier sehr gut, weil es sehr klein ist. Ja, dann haben wir hier die Hängematte, habe ich schon mal soweit vorgestellt. Wie gesagt, man muss immer gucken, wo man die Bäume findet. Das ist nicht so trivial. Jedes neue Aufbauen ist immer ein bisschen anders, weil die Bäume dürfen nicht zu dick sein, sie dürfen nicht zu dünn sein. Der Abstand muss ungefähr passen, dass sie frei hängt. Nicht zu weit, weil dann kann man sie nicht aufspannen. Nicht zu dicht, dann wird sie zu straff. Oder man kann sie eben gar nicht spannen. Ist immer so eine Sache. Und das Tarp, wenn man nicht weiß, ob es regnet, und das kann man nie genau wissen, oder irgendwas anderes Wettermäßiges kommt, dann dauert es genauso lange wie ein Zelt, wenn nicht noch länger, weil man muss das Tarp, wo ich dieses hier verwende, ich nehme nicht das von der Originalhängematte, weil das ist einfach größer, da kann ich mich auch drunter setzen unter die Hängematte und kochen und meine Sachen unterbringen. Das ist mir hier ein bisschen zu klein von der Originalhängematte. Bin ich nicht mit zufrieden gewesen. Das reicht aus in der Not, aber ich nehme es nicht. Es ist hier auch nicht mehr drin. Ich nehme wirklich dieses Tarp, weil da kann ich mich austoben unter meiner Hängematte. Da können sogar zwei Leute drunter. Wenn ich unterwegs bin, mit zwei Leuten, also mit mir und noch jemand, dann können wir uns sogar Bäume suchen, die ungefähr so dicht stehen, dass wir beide diese Hängematte an Bäumen arretieren und das Tarp drüber spannen, wie ein riesiges Lager. Das ist viel schöner. Also das Original hier verwende ich nicht mehr. Ja, und hier ist nochmal das Inlet für den Schlafsack. Das nehme ich eigentlich nur für den Sommerschlafsack, weil der ist sehr dünn. Komme ich später nochmal drauf zurück. Ja, also man sucht dann hier eins aus. Ich nehme in der Regel, ich bin wirklich Hängematten-Fan geworden. Ich nehme die Hängematte, das Tarp, die Unterlage und das lasse ich dann mal weg. Ich schmeiße das mal zur Seite und das brauche ich auch nicht. Das Inlet lasse ich erstmal dafür, für die Sommerregion. Das wäre das, was ich mitnehme, in der Regel. Weil mit der Hängematte bin ich einfach sehr autark. Ich kann das Tarp nehmen und die Unterlage, wenn ich was anderes finde oder keine Bäume mehr habe im Ödland. Ich kann die Hängematte nehmen, sobald ich irgendwo Bäume finde. Ich bin super damit aufgestellt. Ich kann überall schlafen, wo ich will. Finde ich. Deswegen mache ich es meistens so. Okay. So viel dazu. Nehmen wir mal an, jetzt ich nehme Klamotten mit. Das trage ich am Mann. Ich habe ein Taschentuch dabei. Das habe ich mir einmal auch zurechtgeschnitten aus dem Lappen oder so. Ja, Uhr, Gürtel. Brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Vielleicht noch ein langärmliches Ding. So, was habe ich als Ersatzklamotten mit? Ich habe immer eine Zweithose. Das sind diese Zip-Off-Hosen. Das heißt, ich habe zwei kurze oder zwei lange, je nachdem, was ich brauche. Und das reicht auch. Ich nehme nur zwei Hosen mit. Da kann ich auch eine zum Schlafsack anziehen, während die andere rumstinkt. Finde ich, ist es wert. Ein zweites T-Shirt. Man könnte auch drei mitnehmen. Ich nehme immer zwei mit. Immer. Weil eins kann ich anziehen, eins kann ich zum Schlafen anziehen, eins kann ich wechseln, eins kann ich waschen, während ich das andere trage. Reicht. Also ich bin mit zwei T-Shirts, fahre immer doppelt ganz gut. Ja, wenn es kalt wird oder auch nicht,
Also ich nehme auch die Mütze, nehme ich eigentlich immer mit. Ich konnte sie eigentlich bis jetzt immer gebrauchen. Gerade wenn man in der Hängematte ist oder ja auch im Zelt. Der Kopf wird dann schon ganz schön kalt manchmal. Gerade abends, wenn die Temperaturen fallen. Mütze ist Must-Have, finde ich. Immer. Selbst im Sommer ist es manchmal nicht schlecht. Auch genauso wie der Schlauchschal. Das Merino stinkt nicht. Auch immer gut. Weil es kann immer mal frisch werden im Hals. Auch gerade abends wirklich wunderbar, braucht man immer. Lange Unterhose, kann man sich überlegen, wenn es jetzt wirklich Hochsommer ist und man nicht im Gebirge ist und es wirklich und nicht unter 20 Grad fällt, braucht man es nicht. Aber ich nehme sie gerne mit, auch wenn ich irgendwie in den Schlafsack gehe. Gerade im Sommerschlafsack, der ein bisschen, ja doch ein bisschen knapp ist. Gerade wenn es ein bisschen kühler wird, dann ist sie ganz schön. Und einmal Handschuhe, dünne Handschuhe. Bietet sich manchmal an, einfach wenn man kalte Finger hat. Das kann schon mal vorkommen. Socken nehme ich eigentlich immer 3 bis 4 mit. Zweimal Wandersocken, einmal anziehen, einmal wechseln oder einmal zum Frischmachen, wenn man genug gelaufen ist. Und die anderen kann man dann ausziehen oder die einen kann man waschen und die anderen tragen. Immer zwei. Und nochmal einmal dünne sind manchmal auch nicht schlecht. Gerade wenn man jetzt, ich nehme jetzt keine extra Schuhe mit meistens. Sondern meistens nur Stiefel. Man will ja nicht ganz auf diesen Wandersocken, dicken Wandersocken rumlaufen, die sind ja extrem warm. Nimm man auch dünne Merinosocken mit, dann ja. Oder auch im Schlafsack reichen dünne, wenn man überhaupt welche braucht. Dann braucht man nicht die dicken, stinkigen Wandersocken anziehen, sondern hat nochmal irgendwie leichte, schöne Socken mit. Eins oder zwei, je nachdem. So, das war's. Dann habe ich noch meine Schuhe hier. Die sind schon ganz schön abgefuckt. Das sind keine Wanderschuhe, ehrlich gesagt. Das sind eigentlich so eine Einsatzstiefel früher von der Polizei. GSG 9.1 Schuhe. Sollte man eigentlich zum Wandern nehmen, sollte man auch nicht im Gebirge nehmen, sollte man auch generell eigentlich nicht unbedingt nehmen. Das sind keine Bergstiefel, aber ich bin damit immer gelaufen, überall. Die waren schon. Wirklich, die sind echt rumgekommen, also echt heftig, wo die schon mal waren. Und die halten seitdem. Die sind nicht hier vorne, nehmen sie ein bisschen, werden sie ein bisschen Schrott. Aber die halten einfach, die machen keinen Ärger und die sind wirklich sehr bequem. Die sind halt so eine Mischung zwischen Stiefel und Sportschuh. Und ich laufe gerne sehr agil, kann aber schon mal umknicken. Das ist mir schon mal passiert. Zwei, dreimal, das ist schon, dafür sind sie eigentlich eben nicht geeignet. Die sind nicht wirklich stabil hier an der Seite. Das ist halt ein Sportschuh, ne? Hier kann man schon mal umknicken. Da muss man halt vorsichtiger laufen. Also würde ich jetzt nicht empfehlen, irgendwelchen anderen Leuten, aber ich fand sie super bis jetzt. Ich würde es aber nicht als Empfehlung aussprechen. Achso, hier habe ich noch ein Kissen. Kann man eigentlich belächeln, aber ich finde es wirklich gut. Das ist mir wert. Weil man kann sich jetzt auch irgendwelche Klamotten unter den Nacken stopfen, aber so ein kleines aufblasbares Kissen. Ist für mich Luxus, zählt für mich noch zum Schlafen dazu. Ist es mir wert, fand ich immer gut, werde ich auch mal wieder mitnehmen. So, kochen. Hier ist mein Benzin-Multifuel-Kocher drin. Der ist extrem leicht, nehme ich aber eigentlich selten, weil, ja, wann braucht man schon mal einen Benzinkocher? Wenn man in Afrika ist und keine Gaskartuschen kriegt oder so, ja. Gehe ich nicht weiter darauf ein, weil ich ihn selten benutze. Er funktioniert und es wiegt nicht allzu viel. Man muss ihn halt reinigen. Von Edelried ist ein gutes Teil. Habe ich bis jetzt aber nur einmal gebraucht. Weil ich keine Gaskartuschen mit hatte, weil ich nicht wusste, ob man welche bekommt. Also konnte ich dann Benzin reinfüllen und dann damit weitermachen. Ansonsten Gaskartusche. Reicht für mich eine, jetzt, wenn ich für mich alleine bin, ansonsten besser zwei. Dann haben wir hier noch den Topf. Der Topf ist, bin ich mit zufrieden, schön leicht. Titan halte ich nicht viel von. Sollte schon Alu sein, weil der Wärmeübergang ist einfach scheiße bei Titan. Ich bin nicht so der Titan-Freund. Das hier ist, mag vielleicht albern erscheinen, aber man hat ja oft viel Müll, den man auch so fabriziert. Gerade wenn man jetzt Essen mitnimmt, irgendwie nochmal einkaufen geht und dann damit irgendwie eine Woche durch die Gegend zieht, ist ja alles verpackt. Müllbeutel muss man irgendwo anbaumeln.
Oder auch wenn man irgendwas Angefangenes hat und nicht, dass die nachts sehen Mäuse oder Tiere kommen, ist es manchmal ganz gut, irgendwas nochmal zuzumachen oder halt den Müllbeutel zuzumachen und irgendwo ranzubaumeln. Man kann ihn dann sogar irgendwie irgendwo reinpacken. Wiegt nichts. Kann man machen oder auch nicht. Ist eigentlich egal. Einmal Ersatzbatterien für mein Steripen. Weil das sind leider sind es hier so eine ja, Lithium 1, 2, 3 Batterien. Wenn er aufgibt, ja, dann war es das halt. Ich weiß immer nicht genau, leider, man braucht immer so eine Batterieanzeige hier, wo man wirklich sieht, wie viele Versuche man noch hat. Bin ich mir zufrieden mit dem Steripen. Lohnt sich, der ist nicht ganz leicht, muss man dazu sagen. Es gibt auch andere. Meine Schwester hat einen blauen, neueren. Der ist zwar schön leicht und schön easy und so, aber der hat USB-Anschluss. Und was ist, wenn man keinen USB-Anschluss hat? Ja, ist dann scheiße. Deswegen ist es besser, mit Batterien zu fahren, weil die kann man auch nachkaufen und auch wechseln und mitnehmen. Wenn der USB-Anschluss vorbei ist, dann kann man höchstens ein Lithium-Powerpack mitnehmen. Aber das ist ja auch Quatsch, weil das wiegt ja auch viel mehr als hier diese beiden Batterien. Also weiß ich nicht. Ich bin sowieso nicht so der Smartphone-Typ. Ich nehme sowas gar nicht mit. Dann nehme ich lieber zwei Batterien mit und fertig. Ja, dann hier mein Löffel. Ist kein Göffel, weil die Göffel haben mich alle nicht überzeugt. Ich habe noch einen, so einen Wehrmachtsgöffel. Der ist gar nicht so schlecht. Okay, mal gucken, wo der ist. Ansonsten der hier. Das ist so eine Wehrmacht-Replika-Geschichte. Extrem leichtes Alu. Auch nicht gerade stabil, muss man sagen, aber ja, kann man so ausklappen. Problem ist, wenn man umrührt oder so, das knickt immer ein. Aber das sind jetzt Spielereien. Weil der Löffel ist schön groß. Also da kriegt man ordentlich was transportiert in den Mund. Nehme ich aber nicht, weil ich brauche keine Gabel, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was die immer alle mit der Gabel haben. Dann nehme ich einfach ein Messer und spieße das auf. Wüsste ich nicht, wozu man die Gabel eigentlich wirklich braucht. Habe ich bis jetzt noch keine. Ich brauche einen Löffel. Löffel ist immer gut. Deswegen habe ich den hier. Der ist extrem leicht von Esbit oder so. Da gibt es verschiedene. Die vorne mit diesen Zacken dran sind scheiße. Weil da kriegt man nichts aus dem Topf raus, weil diese Zacken hier vorne dran sind, bei so einem normalen Göffel, die man so kriegt und sieht. Entweder ein richtiger Löffel oder eine richtige Gabel, aber nicht so eine Kombination. Weil wenn ich jetzt hier reingehe und da sind Zacken drin, bleibt hier sowieso alles kleben. Das ist einfach so eine Verschwendung und einfach beim Sauermachen auch nervig, weil dann auch die Hälfte vom Essen drin ist, wenn man jetzt Suppe kocht oder so. Deswegen nehme ich einen Löffel mit und fertig. Mehr brauche ich nicht. Das heißt, das hier ist ein Ersatz. Da bin ich mal früher mit unterwegs gewesen. Ja. Ach so, und mein kleiner Gaskocher. EOE Lithium müsste das, glaube ich, sein. Extrem klein, groß wie ein Lippenstift. Also, wenn man ihn zusammenklappt, Top-Teil, kann ich empfehlen. Allerdings, Größe ist jetzt nicht so der Knaller, wenn man jetzt einen großen Topf draufstellen will und für fünf Leute kochen will, würde ich mir was anderes besorgen. Das ist so die kleinste Grenze für mich auch. Da kriegt man gerade noch so einen Topf drauf und passt. Kann ich aber empfehlen, gerade wenn man allein unterwegs ist oder einfach nur einen kleinen Becher drauf machen will und man sich einen Tee machen will, 5 Minuten, nicht mal 3 Minuten, fertig. Hat auch ordentlich Power, den kann man wirklich heiß machen. Aber dadurch, dass die Flamme natürlich sehr lokal ist, muss man aufpassen, dass der Topf nicht durchkokelt, wenn man da zu viel Power drauf gibt. Beziehungsweise es brennt dann halt an der Stelle auch schnell an. Die Wärmeverteilung ist jetzt nicht optimal, aber das kann man nun mal nicht machen bei so einem kleinen Kocher. Deswegen, wenn man da irgendwie was mit mehreren Leuten unterwegs ist, vielleicht einen größeren nehmen. Da gibt es ja auch noch verschiedene von. Aber das ist der kleinste, den es gibt. Wiegt so gut wie gar nichts. Bin ich somit sehr zufrieden. So, ich komme mal hier nochmal zu dem Pack hier. Habe ich schon mal vorgestellt, mache ich nicht weiter, habe ich noch ein bisschen optimiert. Viele auch rausgeschmissen, viel Gelumpe. Schärfstein, Messer. Hier war noch ein bisschen Paracord. Da habe ich meine neue Lampe drin. Das ist die Fenix E25 UE. Das ist, glaube ich, die hellste. Ich lege Wert darauf, dass da zwei AA-Batterien reinkommen und nichts irgendwas Spezielles.
Weil wenn die mal leer ist, möchte ich irgendwo, irgendwann normale AA-Batterien haben. Außerdem habe ich mein ganzes Setup so, dass alles, was ich verwende, irgendwie mit zwei AA-Batterien läuft. Außer der Steripen, da habe ich keine Wahl. Wenn es da einen geben würde mit zwei AA-Batterien, würde ich den nehmen. Und das ist, glaube ich, auch die mit die hellste für zwei AA-Batterien. Mein altes ist kaputt gegangen und die hier hatte ich davor. Ich dachte mal, ich probier mal was anderes außer Phoenix. Die Eagle Tech, weiß nicht mehr wie die heißt, P20A2. Auch eine tolle Lampe eigentlich, aber sie funktioniert manchmal nicht. Also sie, wenn die irgendwie, ich weiß nicht, hier oben, jetzt geht sie, aber ich habe damit Probleme und die ist mir nicht zuverlässig genug. Deswegen habe ich mir die andere gekauft. Ich bin nicht ganz so zufrieden mit der Lampe, muss ich sagen. Die hat irgendwie wackelt die manchmal hier oben. Ist das irgendwie alles nicht so richtig fest oder so? Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe da schon rumexperimentiert. Jetzt geht sie. Aber die wackelt manchmal hin und her. Manchmal geht sie nicht an. Dann geht sie wieder an. Weiß nicht, was das Problem war. Jetzt habe ich es wieder behoben. Ist mir nicht zuverlässig genug. Ich will, dass eine Lampe angeht oder ausgeht, immer und wann immer ich es will. Und nicht mal so. Die zickt so ein bisschen rum ab und zu. Und das kann ich nicht gebrauchen. Also ich weiß nicht warum. Vielleicht war es auch ein Motorsmodell. Vielleicht habe ich da irgendwo auch was verstellt. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt das Pack hier nicht mitnehme, was durchaus vorkommt, sondern mein kleines Messer, dann nehme ich diese Lampe mit. Weil die ist super klein, die reicht auch, ist auch hell genug. Warum so einen Klopper mitnehmen? Das ist die Phoenix E12, hell, eine AA-Batterie, top. Kann ich empfehlen. Navi, brauche ich wieder zu erläutern, braucht man vielleicht nicht mehr unbedingt so ein Navi heutzutage. Da sind die Handys mittlerweile schon fast besser, muss ich zugeben. Sonnenbrille, okay, brauche ich nicht immer. Nehme ich mal ein bisschen zur Seite. Nehme ich auch nicht mehr mit. Hier ist noch der Wasserfilter, der große. Den nehme ich mit, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Weil, oder beide, vielleicht sogar Steripen als Ersatz oder so. Muss man gucken. Den nehme ich alleine nicht mit. Für mich alleine brauche ich nur Steripen und kocht das Wasser ab. Wenn ich mit mehreren unterwegs bin, immer den hier. Der wiegt zwar mehr, aber es geht einfach schneller. Man hat viel Wasser schnell zur Verfügung. Tolles Ding, gefällt mir, kann man leicht reinigen. Super Teil. Das ist der Dingspack. Hygienebeutel stelle ich nicht weiter vor. Muss jeder selbst wissen, was er mitnimmt. Ich nehme nicht viel mit. Zahnbürste, Zahnpasta, Eimer Creme. Ja. Duschbad oder sowas, das reicht. Medikit brauche ich nicht weiter zu erläutern. Erstens habe ich schon gemacht. Zweitens ist das ein sehr streitbares Thema. Drittens hängt das völlig vom Anwendungszweck ab. Ist ein eigenes Gebiet. Will ich nicht weiter erklären. Medikit ist manchmal dicker, manchmal dünner. Jetzt ist es ein bisschen dicker. Ob man eine Rettungsdecke mitnimmt oder fünfmal Antibiotika, das ist wirklich, das kann man so pauschal nicht sagen. Und man muss auch ein bisschen abschätzen, was überhaupt passieren kann, auf der Reise oder nicht. Aber immer Kohletabletten, immer gut. Durchfall kann immer mal kommen. Kohletabletten oder einmal, zweimal Imodium akut. Einmal Schmerzmittel, irgendwie was Leichtes. Einmal was Schwereres. Vielleicht mit Pinzette, oder ein Skalpell. Oder eine Zeckenkarte. Sowas ist immer, immer gut. Wird man auch immer mal wieder brauchen, und um daran zu gehen. Sollte natürlich nicht ganz unten liegen, wenn man es wirklich braucht, dann ja, macht es keinen Sinn. Und dann haben wir noch die beiden. Da nehme ich das oder das mit, wenn ich wirklich lange unterwegs bin, lange im Ausland, sonst wo am Arsch der Welt, nehme ich das hier mit, weil da mein Reisepass, mein ausländischer Führerschein, Auslandsführerschein drin ist. Da war so Papier und so, dafür ist das ganz gut. Ist auch super stabil. Kann man auch unter dem T-Shirt tragen. Nicht ganz so offensichtlich. Hier gibt es diese Bänder dafür. Schönes Teil. Maxpedition, klar, ist immer toll. Und das nehme ich mit, einfach für kleine Sachen. Dann kommen hier ein paar Geldscheine rein, ein paar Karten. Reicht für mich dann auch aus. Braucht man nicht immer, muss man gucken. So, dann haben wir noch Maxpedition Rolli Polli, hier diesen
auspackbaren Beutel nehme ich nur mit, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich auch was sammle. Entweder wenn ich ein Lagerfeuer mache, für ein bisschen Zunder, Feuerholz, wenn ich irgendwelche Pilze sammle, was weiß ich. Braucht man nicht wirklich oft. Hängt davon ab, was man macht, wie schon oft gesagt. Ist aber schön, ist schön klein. Wenn man wirklich vorhat, irgendwie da was reinzumachen, dann kann man den auch mitnehmen, wenn man das schon so ein bisschen plant. Manchmal extra, ist manchmal so, manchmal so. Trinken. Das ist meine normale Feldflasche. Bin ich mit zufrieden. Hier unten ist der Kantinenbecher drin. Bitte nehmt den aus Stahl. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Nehmt den aus Stahl. Die Alu-Dinger sind scheiße. Den kann man aufs Feuer stellen, ganz ohne Probleme. Der wiegt ein bisschen mehr als ein Alu-Ding, wird aber schneller heiß, denke ich. Habe ich noch nicht probiert, aber der wird extrem schnell heiß. Also wenn man hier was reinmacht, der ist, weiß ich nicht, der passt auch, glaube ich, 1,5 Liter rein oder so. Die sind echt groß. Weil wenn man einen großen Kaffee macht, dann bis hier voll, dann ist der in 1-2 Minuten mit dem Kocher heiß. Das fängt sofort an zu brodeln. Schön stabil, kann man auch mitten aufs Feuer stellen. Ich schwöre auf die Stahlvariante, wirklich. Diese Alu-Dinger, diese billigen, die man dann kriegt für 3 Euro, weiß ich nicht. Passt auch hier gut rein. Bin voll mit zufrieden. Und neu ist die Flasche hier, Nalgene 1,5. Ist gut zum wirklich zum Transportieren von viel Wasser auf einmal, auf einem Fleck. Die ist schon hoch, die passt an der Seite im Rucksack auch immer gut rein. So passt es, glaube ich, auch gerade so noch rein. Kann man viel schnell Wasser auf einmal machen. Hier mit dem Dings passt ja auf dem Filter rauf. Finde ich eine coole Sache. Bin ich mit zufrieden. Hier kommt natürlich auch darauf an, wie viel man hat. Hier passt immerhin 1 Liter rein, habe ich festgestellt. 1,5 sind 2,5. 3 reicht schon fast, dann kann man sich die sparen. Aber wenn man auf sich nur mal sicher gehen will, nimmt man die auch noch mit. Oder wenn man der Wasserschlepper in der Gruppe ist. Gibt es nicht viel zu sagen. Hier, die nehme ich nur mit, wenn ich irgendwie vom Rucksack aus trinken will und nicht mehr rein und raus. Dann schließe ich hier mit meinem selbstgebauten Schlauch das hier an und kann daraus trinken. Es gibt aber diesen Schlauch mit so einem Aufsatz, wo man den auch hier raufschrauben kann. Den will ich mir noch besorgen, weil das ist eigentlich praktischer. Und hier zieht auch ein bisschen Luft mit diesem Korken hier. Das ist alles nicht so die super Erfindung. Aber funktioniert, nehme ich mit, wenn ich wirklich unterwegs schnell mal was trinken will, dann brauche ich mir den Rucksack ran und dann ist gut. Und den Rest fülle ich mit der Dings oder mit der hier wieder auf. Wasser lasse ich jetzt mal außen vor vom Gewicht her, wenn ich nachher mal alles zusammenpacke. Weil ich will einfach mal gucken, wie schwer der Rucksack ist, ohne alles. Weil da kommen immer Diskussionen, ja, bleibt man unter 8 Kilo hier und da. Klar. Muss man gucken, was man braucht, was man nicht braucht. Ist immer alles so eine Diskussion, die irgendwie keinen Sinn machen. Weil es völlig individuell ist, vom Einsatz abhängig ist. Und ja. Ja, nochmal zu den Schlafsäcken. Das ist mein Sommerschlafsack. Das ist mein Winterschlafsack. Die lagere ich so, wie sie jetzt auch vorgesehen sind. In so Dingen nicht so zusammenknüllen, irgendwo drin lassen. Dann wird die dauernd so gebogen und verbleiben so. Der soll schon ein bisschen fluffig sein. So Memory-Effekt mäßig. Das ist mein Sommerschlafsack. Bin ich mit zufrieden. Nächstes Mal würde ich allerdings einen dickeren nehmen. Der ist mir ein bisschen zu dünn. Der ist wirklich nur für, wenn die Temperatur maximal 10 bis 10 Grad ist. Dann kann man mit dem Inlet noch ein bisschen gegenarbeiten. Der ist wirklich sehr leicht. Der wiegt wirklich nichts. Das ist wie ein Hüttenschlafsack. Der ist wirklich top für, ich schlafe mal beim Kumpel und baue mal einen Schlafsack. Auf jeden Fall. Wunderbar dafür. Aber für draußen, selbst im Sommer, draußen, wo es vielleicht 15, 10 Grad abends sind, nee. Das Problem ist hier, wenn man irgendwo liegt, da ist extrem wenig Daune drin. Das ist wirklich eine knappe Nummer. Der ist wirklich nicht geeignet für draußen schlafen, würde ich mittlerweile sagen. Ich muss ja schon teilweise abbrechen im Gebirge, weil das ging gar nicht mehr. Ich bin fast erfroren, weil ich nur den mit hatte. Würde ich nicht empfehlen für, wenn man nicht gerade in Hütten schläft und einfach nur so eine Dulli-Wanderung macht. Wenn man wirklich draußen bleiben will, eine Nummer dicker. Das ist der Cumulus, keine Ahnung,
Commodus irgendwas. Schön billig, Daune, gute Marke. Ah, hier steht's ja. Das ist Cumulus 200 Lightline. Einmal dicker nehmen, dann hat man einen guten Sommerschlafsack, auch wo man draußen bleiben kann. Im Sommer. Wenn es nicht geht, Inlet dazu. Wenn man im Hochgebirge ist, oder weiß ich nicht, wo es wirklich kalt wird, habe ich den, meinen Winterschlafsack. Auch im Sommer im Gebirge ist es zwar sehr warm manchmal, aber lieber zu warm als zu kalt. Kann man sich ja aufdecken, manchmal nehme ich auch nur als Decke. Der hat noch so eine Pertex oder so eine wasserdichte Beschichtung noch extra. Das ist so eine Spezialvariante von dem Schlafsack, den ich glaube ich auch schon mal vorgestellt habe oder irgendwo mal gezeigt habe. Bin ich mit zufrieden. Da kann man auch mal irgendwie draußen schlafen, wenn Schnee liegt. Das geht. Der ist wirklich sehr warm. Der schützt bis, glaube ich, weiß nicht, Komforttemperatur 0 oder so und extrem minus 14. Ich weiß es nicht genau, irgendwie so. Ist groß, aber den kann man ja komprimieren mit dem Sack. Jo, das ist jetzt der Winterschlafsack verpackt und vakuumiert. Das ist ungefähr immer die Größe. Ist schon ein bisschen was, aber für so einen großen Daunenschlafsack, der bis minus 14 hält, so ungefähr minus 10, ist das schon ganz ordentlich. Also viel kleiner kriegt man es auch nicht hin, weil es einfach das Material ist. Das kann man auch so weit komprimieren. Irgendwann ist halt auch mal Schluss. Hier ist ungefähr die Grenze erreicht. Ein bisschen wird noch gehen. Man kriegt vielleicht noch irgendwie so 1, 2 Zentimeter hin, wenn man es gut macht. Ich habe es jetzt mehr gestopft, einfach nur so. Aber ist schon, ja, ist schon ganz ordentlich für den Schlafsack. Ja, jetzt haben wir diese ganze Ausrüstung hier. Wir nehmen aber nicht alles mit. Sagen wir mal, ich mache jetzt eine Reise. Ich plane eine Reise. Ich möchte ins Hochgebirge oder ins bergige Land im Sommer. Das heißt, es wird warm, aber es wird abends auch kalt. Etwas kälter. Man kann damit rechnen, dass 5 bis 0 Grad durchaus irgendwie vorkommen könnten. Ich möchte autark reisen. Ich möchte nicht irgendwelche Hütten ansteuern zwischendurch. Und irgendwie eine Cola trinken und einen Kaffee und Spätzle essen in der Hütte. Ich möchte draußen sein und da, weiß nicht, 5 bis 8 Tage draußen verbleiben, ohne großartig abhängig zu sein von irgendwelcher Infrastruktur. Ja, dann, und ich gehe davon aus, dass ich im Ödland unterwegs sein werde. Das heißt mit Bäumen und ohne Bäume und dass ich auch keine Zeltplätze oder Campingplätze irgendwie ansteuern werde. Fangen wir an zu packen. Okay, ich packe meinen Koffer. Deckelfach mache ich später dran. Trekkingstöcke, ja, auf jeden Fall. Ich nehme den Winterschlafsack mit, weil Hochgebirge und kälter und so. Ach so, hier ist noch so ein kleines Tüchlein, das mache ich mir an den Rucksack ran oder irgendwie an. Das ist wie so ein Taschentuch, damit kann ich mir den Schweiß irgendwie abwischen. Das ist klein, Packtaul, ist nur so groß. Bietet sich an, weil ich schwitze wirklich extrem. Wer schon mal irgendwie mit einem 15-20-Kilo-Rucksack hinten irgendwie 1000 Meter hochgelaufen ist, der weiß, was ich meine. Man schwitzt wie ein Schwein und dann ist es mal ganz gut, wenn man im Gesicht irgendwie den Schweiß aus den Augen wischen kann, weil sonst brennt es. Das mache ich später, das zeige ich nachher nochmal. Da packe ich den Schlafsack hier rein. Das wird wirklich, das ist fantastisch. Pass mal auf hier, das ist nämlich, der ist so groß. Mal sehen, wie klein ich ihn nachher machen kann. Das ist erstaunlich. Den nehmen wir nicht. Klinke, da brauche ich nicht. Aber vielleicht, wenn ich keine Bäume habe im Ödland, brauche ich ein Tarp. Tarp, Unterlage, Isomatte. Hängematte, ja, nehme ich mit. Falls man doch irgendwie in der Baumgrenze unterwegs ist, ja, macht Sinn. Kissen, ja, gerade für Hängematte immer sehr gut. Klamotten, das sage ich mal, ziehe ich jetzt an. Klamotten, Strümpfe, einmal ziehe ich an. Schuhe ziehe ich an. Benzinkocher nehme ich nicht mit. Ich nehme den Topf mit sagen wir mal zwei Gaskartuschen.
Und ich nehme, das Wasser ist relativ gut in den Bergen, schön klar. Ich nehme den Kocher mit. Ich nehme meine kleine Lampe mit, weil das Survival Pack brauche ich, denke ich, nicht. Einmal Batterien, ja, das wäre soweit. Den nehme ich nicht mit, weil ich sage mal, ich bin alleine oder zu zweit. Das nehme ich nicht mit, aber ich nehme die Lampe mit. Die fällt raus. Navi nehme ich mit. Medikit nehme ich mal jetzt so mit, wie es da ist. So. Zack, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich nicht mit, nehme ich erstmal nicht mit, nehme ich mit. Das war's. So, ich habe gepackt. Unten, ganz unten, die Unterlage, Tarp, Schlafsack, Isomatte, Hängematte, Topf, Getränk, Getränkebehälter 1, gestopft mit Klamotten zwischendurch. Ja, oben Mütze, Schal, Medikit, Handschuhe, und so schnell verfügbares Gelumpe. Treckenstöcker, hier ist die Schutzhülle für außen. Auf der anderen Seite einmal Getränkebehälter 3, 2, wie auch immer, mit Schlauch. So, ist relativ kompakt, aber nicht vergessen, es ist noch nichts zu essen dabei. Sieht eigentlich immer relativ, sieht relativ groß aus, aber irgendwie im Vergleich sieht er dann doch relativ klein aus. Das sieht immer so aus, als wenn da gar nichts drin ist. Also hier kommt natürlich noch was rein, wie Handy oder man hat ja noch so ein bisschen, ne, ein kleines Büchlein oder ein kleines Notizbuch oder was man halt so noch so braucht persönlich. Ein Handy, ja, so ein Zeug, Kompass, Karten, kommt alles hier oben rein. Das Schöne ist auch, nochmal so nebenbei, ich möchte jetzt mal, ich fliege irgendwo hin und nehme diesen Rucksack. Dann packe ich so, dass ich am Schalter, wenn das Gepäck aufgegeben wird, mache ich so. Dann mache ich so. Schnüre das natürlich alles nochmal fest, damit das hier nicht irgendwo was hängen bleibt. Mache die ganzen Schnüre extrem komprimiere ich dann immer so hier alle Schnüre, dass hier nichts rumbaumelt. So, und hier ist dann alles drin. Telefon, eine Wasserflasche. Ach nee, darf man ja gar nicht mitnehmen, ne? Naja, so persönliche Sachen. Dann schneide ich mir die um und geh los. Super. Ist ein super, super Ding. Jetzt gucken wir mal, wie schwer das Ganze nochmal ist. So, ich bin jetzt sehr überrascht, weil ich habe keine Ahnung. Mal gucken, wenn ich den anhebe, was hier rauskommt. Fünfundachtzig, sagen wir 11 Kilo. Also ca. 11 Kilo. Mit Wasser kommen wir auf 14, wenn ich 3 Kilo ansteuere. Und mit Essen, ja, 15, 16, denke ich mal. Also auf gut Deutsch, wir haben eine Tour in den Bergen. Es wird etwas kälter oder sehr kalt. Wir haben sowohl manchmal Bäume als auch keine Bäume. Wir haben keine Infrastruktur. Wir müssen uns um unser Wasser immer kümmern. Also wir werden immer 3 bis 4 Liter unterwegs mitnehmen müssen, weil wir nicht wissen, wann das nächste Wasser kommt. Ja, ich bin alleine oder zu zweit unterwegs. Das wäre mein Setup. Man teilt sich ja auch ein bisschen was, darf man ja auch nicht vergessen. Wenn man jetzt das Tarp hat, zum Beispiel, kann der andere mehr Essen nehmen. Dass sich die Gewichte ungefähr gleich einteilen. Ich nehme ja jetzt auch viele Sachen mit, die man sich zu zweit auch sowieso teilen würde. Also hat der andere eigentlich keinen Kocher, keinen Topf, kein Tarp, höchstens auch noch eine Hängematte. Und mit dem Wasser, ja gut, muss man gucken. Da braucht schon jeder 2 Liter muss schon hier mit haben. Ja, also nochmal zusammenfassend. Wir sind bei 11 Kilo. Ohne alles,
Mit Getränken sollten wir bei ca. 14 Kilo landen, mit Essen 15 bis 16. Meine Erfahrung bisher war allerdings, dass es meistens eher Richtung 17, 18 ging. Warum auch immer. Kommt ja immer noch ein bisschen was dazu. Hier und da ein kleines Büchlein oder irgendwie. Hängt auch vom Essen ab und wie viel Essen vor allem, das ist wirklich entscheidend. Wenn ich Essen für 5 Tage mitnehme, ist es natürlich ein Unterschied als Essen für 2 Tage. Dementsprechend variiert das. Aber drunter komme ich jetzt nicht. Wie gesagt, für die Prämisse alleine zu zweit, keine Infrastruktur, 5 bis 8 Tage autark draußen und mit Bäumen und ohne Bäume, Gebirge, unwegsames Gelände und Wasservorrat unbekannt. Wenn ich weiß, dass überall Flüsse sind und ich sehe sie auch, nicht nur auf der Karte, die Erfahrung habe ich nämlich bisher schon gemacht, dann sollte man schon 3 bis 4 Liter mitnehmen. Ist einfach meine Erfahrung. Man wird jetzt nicht sterben, wenn man nur 2 mit hat, aber es ist nicht gerade angenehm. Ich hatte schon auf der Karte einige Flüsse gesehen, die es dann nicht gab und ich musste lange, lange laufen, um irgendwo mal ein Wasserloch zu finden von irgendwelchen Kühen oder so. Macht keinen Spaß, wenn man kein Wasser mehr hat. Das ist wirklich der Engpass schlechthin. Somit habe ich immer lieber mehr Wasser mit als zu wenig und das ist mir dann auch wert, das hochzuschleppen. Mit 28 Kilo macht das zwar keinen Spaß, aber wenn man nicht eine Pussy ist, geht das schon. Ja, das war's soweit. Das wäre oder ist eigentlich immer so mein Setup, wenn ich irgendwie wandern gehe. Und da ändert sich meistens auch nicht so viel dran. Ne?